als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Bourbon behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Freunde? Bourbon, Freunde. Also, so Bourbon aus der Flasche, damit hat man Freunde, aber... Oh. Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Oh, wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, atmosphärischer Rauch. Hier. Na gut, du bleibst hier. Gut, dann bleiben wir hier. Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Ohohohoho, wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Los. Netter Empfang, Freunde. Erstmal auf die Fresse gehauen. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Ja. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Hallo, mein Freund. Oh, was habe ich dich vermisst. Ich habe mehr gute Munition als schlechte. Oh ja. Mein lieber Freund Ikashi, ach, was habe ich dich vermisst. Es war eine schreckliche Zeit ohne dich. Hey Kusumkett, schönen guten Abend. Station, Eintrag 1. Gibt es irgendwelche Kredithaie in der Metro, den Bourbon kein Geld schuldet? Oder gefährliche Obermotze, die er noch nicht geärgert hat? Verdammt, diesen Typen hängt die ganze Welt am Arsch. Und dieses Mal scheint das Glück, ihn zu verlassen. Mir ist das egal, oder zumindest sollte es das sein. Trotzdem kann ich ihn aus irgendeinem Grund nicht all dem überlassen. Sukhoi, mein Stiefvater, sagte mir einmal, rettest du jemanden einmal, musst du ihn immer retten. Man kommt nicht umhin, sich für jemanden verantwortlich zu fühlen, den man nicht hat sterben lassen. Er wächst dir ans Herz. Deshalb nahm Sukhoi mich auf, als meine Mutter starb. Und vermutlich deshalb kann ich jetzt auch Bourbon nicht zurücklassen. Also wird das Ganze jetzt zu einer ausgewachsenen Rettungsaktion. Super! Ich mache hier mal aus. Ich gehe mal ein bisschen rumgucken.
Pfeil. Schläfst du oder was? Ich glaube, du brauchst da keine Maske mehr. Die Idee ist gut. Ansonsten gehen die Filter nur drauf und wir hören auch schlecht. Das ist auch noch ein Rucksack. Leichte Eskalation. Nimm mal deinen Scheiß. Du auch noch. Oh, er hatte zufällig eine Brandbombe an der Weste. Wie sinnvoll. Oh yes. Bastard mit Schalldämpfer oder was? Nee. So, dann machen wir gleich das Ordentliche hier. Das! Viel spaßiger. War ja wohl nicht viel mit Schleichen, aber... Ich habe jetzt auch keinen Bock, nochmal neu zu laden. Die sieht fast noch interessanter aus, ne? Das war eine vierläufige Schrotflinte. Alter Schwede.
Mit Hitzeschutz und Schalldämpfer. Jetzt und Laserpointer. Jetzt geht aber die Post ab. Ah, aber die Bastard, ne? Ich möchte lieber sie behalten. Ich liebe dich, Kashi. Ich geb dich nicht her. Schalldämpfer ist cool, aber die Waffe überhitzt dann nur noch mehr. Das ist so ein bisschen uncooler. Revolver. Keine Mohn oder was? Echt jetzt? Was ist denn für eine arme Wurst? Welcome to the Küche. Oh, Medic. Medic ist gut. Hey, hast du den Typen gesehen, den sie gerade geschnappt hast? Nein. Wer war es denn? Verdammt, kaum zu glauben. Vorher nimmt er den Mond. Dieses Arschloch von Bourbon meint, er könnte einfach einen Drink mit dem Boss nehmen und alles ist cool. Ach, da hätte man durchschleichen können. Ich wäre sehr überrascht, wenn dieser lügende Trunkenbold dich morgen überlebt. Meinst du, der neue Fox folgt an den Kerl? Okay, vorne ist totale Eskalation, sie kriegen es überhaupt nicht mit. Schießt er ihm einfach in den Kopf. Gut, dass wir ihn los sind, würde ich sagen. Schwören können, ich hätte etwas gehört. Nein, krass du nicht. Nein, das ist die Verdammte. Und nur Schmerz. Zu viele Pilze. Nur zu viele Pilze. Hey, sieht so aus, als ob da. Wow. Luftdruckwaffe. Wie gesagt, ich habe sie. Hier habe ich sie lieben gelernt. Er hat auch schon Schalldämpfer auf der. Da ist echt noch einer. Sollte jetzt noch irgendwas kommen, eskaliere ich. So ein Mühe. Aber wie gesagt, also meine Tier werfe ich nicht weg. Never ever. Abgesperrt, okay. Zweifach Optik und Dings. Aber die Munition hätte ich gerne, du Pisser. Ah, noch ein bisschen Geld. Da ist noch eine Kalaschnikow drin. Noch 1, 2, 23. Warum darf ich die nicht nehmen? Wie gesagt, diese blöde Bastard, die lasse ich liegen. Ey, ich hasse dieses Ding. Noch Munition, Bomben. Nagelbombe. Klar, wir wären jetzt wesentlich cooler bei rumgekommen, hätten wir die jetzt nicht abgemurkst, aber die waren mir leider ein bisschen im Weg. Sage ich jetzt mal so frei. Ein anderer Taumler. Jo. Nachtsichtoptik. Okay. Nice. Tote Nosalis. Okay.
Oh, guck mal, wie schön. Ballungskühltruhe? Moment. Oh. Du sollst nicht da hochgehen. Ich möchte hier gerne lang. Hat die irgendwas Besonderes? Nee. Scheiße, die hätte ich gern gehabt. Gleiche, die ich habe. Auch volle Mond. Wie ein Bastard mit Laser und Schalldämpfer. Deswegen haben wir den Typen auch nicht gehört, der auf uns geschossen hat. Noch eine normale Taumler. Die haben wir schon. Na gut. Dann. Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl. Sonst erschieße ich dich. Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Artyom! Wir zum Teufel! Tja, das war's wohl mit Bourbon. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe zurück zur Verfluchten. Hier bekomme ich Rheuma. Wenn du lieber das Schicksal deines Freundes teilen möchtest, solltest du bleiben. Alle Munition voll. Nein, ich möchte eigentlich nicht das Schicksal meines Freundes teilen, aber ich suche Dinge. Wie zum Beispiel Eintrag 2. Es scheint, dass Männer wie Bourbon mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, am Abgrund zu wandeln, riskieren jeden Tag alles und sie glauben, das ewig durchzuhalten. Aber der Tod... Aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es sich zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandeln, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das, warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinem Tod schuld bin? Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre, weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat? Nein, ich mache das, um diese kleine Stimme in meinem Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können. Dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin war er ein ziemlich bösartiger Mann. Nie sind wir es selbst. Es ist immer die Welt, in der wir leben. Und mit welchem Recht kann Khan denn überhaupt über ihn urteilen? Ein Teddybärchen. Noch eine Kalaschnikow. Da ist Munition. Nee, ich gehe mal mit. Eine kluge Entscheidung. Ja, war auch die einzige, die mir geblieben ist. Khans Erscheinen überraschte mich. Obwohl ich beim Kampf gegen die Banditen schon gespürt hatte, dass mir jemand half. Khan versicherte mir, dass Bourbons Schicksal nicht mit meinem eigenen verbunden sei. Trotzdem bedauerte ich seinen Tod. Ja. Ich lasse euch mal kurz in dem Screen. Ich bin gleich wieder da, okay? Weil jetzt hole ich mir doch mal einen anderen Akku. Das nervt. Ups, bis gleich. So, Dele. Liebe Damen und Herren, da bin ich wieder. Nur Le Grande Kopfhörer aufsetzen und dann geht es weiter. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen dem Gedudel hier lauschen. Haben wir nämlich auch wieder genug Stoff. So. Hier geht nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Nichts, der sagen könnte, dass hier noch was Interessantes ist. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange.
Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. Okay. Ich kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Sei hier vorsichtig, es ist ein gefährlicher Tunnel. Und er rennt vor. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer hier. Immer nach vorne schauen. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wir müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Muss man einfach unterstützen, besonders wenn es kostenlos ist. Jo. Nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Okay. Zur Seite, Artyom. Seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Seht ihr, das meinte ich mit diesem Mystischen und so. Das ist schon cool gemacht. Gehen wir. Gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castone lapio asterio manto. Castone lapio asterium alom rom om. Alom rom om. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay. Ich war dabei, ja, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Und ein bisschen was los, würde ich mal behaupten. Hm.
Tag hatte. Ach, Scheiße! Gar keine Zettelwirtschaft. Konzentrieren. Ah, ich konzentriere mich schon die ganze Zeit. Oh, Blut unter der Tür. Ich glaube, wir nehmen lieber das Schätzelein. Ich wollte nur den Schlüssel haben, du Penner. Ja. Radiation. Gehen wir. Aber die Tür könnte doch aufgehen, oder nicht? Wo ist der Safe? Wo ist der Safe? Ich muss hier springen. Konzentrieren. Hallo, mein Freund. So, jetzt bin ich auch da und habe meine Pflicht in der Küche erledigt. Sehr gut. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Creepy. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Psst. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher.